Heute das allererste Mal Tire Grip seit meinem Bruch. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Channel. Leute, heute sind wir mal wieder am Skatepark. Ihr seht, wir haben den ganzen Skatepark für uns alleine. Denn heute früh hat es geregnet und man sieht noch, hier ist noch ein bisschen nass überall, aber ansonsten geht es eigentlich gut klar. Vor allem, wir haben uns solche Scheibenwischdinger geholt und damit macht man halt so easy einfach mal hier kurz drüber, schüttet das Wasser weg und dann ist es innerhalb von 1-2 Minuten trocken. Absolut nice. Dan ist heute auch am Start. Moin moin, der macht gerade ein bisschen die Mini-Ramp sauber. Und heute werde ich zum ersten Mal richtig wieder BMX fahren mit meinem gebrochenen Schlüsselbein. Beziehungsweise es ist ja nicht mehr gebrochen, ist ja verheilt. Aber BMX ist auf jeden Fall heute am Start. Wird heute ein bisschen ausprobiert, was ich so schaffe und so. Ich habe übertrieben Bock. Und Freunde, wenn ihr die BMX-Vlogs feiert, smasht auf jeden Fall einen Daumen nach oben rein. Vielleicht knacken wir ja mal wieder 1000 Likes oder so. Das wäre natürlich absolute Ehre. Und ja, ich würde sagen, jetzt erstmal einfahren und schauen, was heute so geht. Let's go. Wow. Freunde, ein paar Jumps über die Box, über die große. Mal schauen, wie das wird. Ein bisschen rumprobieren. Nice. Einfach ein bisschen Bike-Gefühl bekommen. Let's go. Freunde, ich struggle gerade ein bisschen, wieder beim Runfoot die Pedale zu fangen. Ja, ich muss einfach durchziehen. Oh Mann. Yes. Leute, das allererste Mal Tire Grip seit meinem Bruch und es fühlt sich gut an. Ich finde, es ist wichtig, den Trick nochmal zu machen, wo man gefallen ist. Außer es ist jetzt so ein krasser Trick, den man vorher nicht konnte oder so. Aber vor allem, wenn es so ein easy Trick war wie Tire Grip, gleich nochmal. Freunde, es macht übel Bock. Ich glaube, ich muss den Footchamp-Whip an der hier machen und den tryen wir jetzt ein paar Mal. Schau mal, wie ich schwitze. Das ist halt echt nicht normal, wie ich schwitze. 10 Minuten und einfach dead. Let's go. Oh shit. Ah, fuck. Nice, Son. Es ist so gut, dass man einfach die Tricks, die man schon konnte, wieder schafft. Bestes Gefühl. Ohne Scheiß, einfach das beste Gefühl. Let's go. Hey, Freunde. Der erste 360 seit meinem Bruch. Mal schauen. Über die Box natürlich. Das hatte ich schon hinbekommen, glaube ich. Oh. Oh mein Gott. Ja, da musste ich mich schon sehr überwinden, ey. Aber ich finde den Dreier auch hart, weil da
da diese Kante noch ist. Jetzt nochmal einen Tire Grip, vielleicht nochmal einen One Foot und dann gleich nochmal ein paar Tail Whips probieren. Gott, Freunde, ich kann einfach wieder jeden Trick, den ich vor meinem Bruch gekonnt habe. Evil nice. Ich freue mich einfach gerade mega, dass ich einfach jeden Trick wieder geschafft habe. X-Up, Tire Grip, dann One Foot und der 360 auch. Richtig krass. Es macht übertrieben Bock. Ich schmeiße jetzt noch mal ein paar Tail Whips an. Also ich glaube nicht, dass ich die jetzt über meine Pause gelernt habe aus Versehen. Aber Tail Whip ist auf jeden Fall so das nächste Goal mit dem BMX, was ich auf jeden Fall machen will. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Tipps habt für den Tail Whip. Vielleicht habt ihr ja irgendwie auch schon den Tail Whip gerade gelernt und wisst noch ganz genau, worauf man achten muss. Und vielleicht seht ihr bei mir auch ein paar Fehler. Das wäre übel nice. Hey Leute, BMX-Fahren macht's übertrieben Bock. Ich hoffe, das Wetter passt die nächsten Wochen noch ein bisschen, dass man noch fahren kann. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel zu fahren, wie es geht. Smash ein Like. Jetzt kommen noch ein paar Tail Whips. Let's go. So eine nice Perspektive. Ich muss, glaube ich, erstmal einen Dreier fetzen damit. Let's go. Und dann am Ende trinke ich meinen Lenker zu weit nach vorne. Tail Whip wird heute nichts mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. So, Freunde, ich bin fix und fertig. Ich kann nicht mehr, meine Ausdauer ist so im Arsch. Aber wir sind jetzt auch gut 2 Stunden durchgefahren die ganze Zeit. Schaut euch meinen Helm an. Ich drücke hier drauf und dann kommt mein Schweiß einfach raus. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, smash auf jeden Fall ein Like rein. Ich würde mich mega darüber freuen. Lasst ein Abo da. Wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten und ich glaube so 60% oder so haben noch nicht abonniert. Deswegen abonniert diesen Channel für mehr Sportvideos und Challenges und was weiß ich. Ihr könnt mir auch sehr gerne, wenn ihr wollt, auf Instagram folgen. Da heiße ich YoFix. Das blende ich euch mal kurz hier ein. Da sind wir nämlich auch kurz vor den 100.000. Vielleicht gibt es ja ein paar, die mir noch nicht folgen. Wäre mega nice. Und Shoutout auch an Dennis. Folgt ihm auf Instagram. Fanboy127. Schaut vorbei. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Fanboy von Fix. Nur wegen mir heißt er so. Ja, dann sage ich nur noch Tschüss.